Wenn es jeder bekommt, bekommen es 80 Millionen Einwohner. 80 Millionen mal 1000 sind 80 Milliarden. Mal 12 ist fast eine Billion. Nach meiner Einschätzung übersteigt es bei Weitem das Steuereinkommen der Bundesrepublik. Das bedeutet, es kann nicht jeder bekommen. Es muss ein Schlüssel sein, wer es bekommt und wer nicht. Ja, das ist die Frage, das stimmt. Und diesen Schlüssel möchte ich, dass Sie mir erklären. Also er sagt, 82 Millionen, keine 80, 82 Millionen Moment. Bürgerinnen und Bürger, 82 Millionen in Deutschland, mal 1000 Euro, mal 12, kommt eine astronomische Summe raus. Ne? Der ist ein guter Gesellschaft. Der ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, der Herr Sieber, Professor Sieber, inzwischen hat er sein Irrtum eingesehen, weil er im Himmel ist. Ich möchte die Antwort. Der hat tatsächlich vor 350 Leuten im Bundestag in Berlin in einem Diskussionsbeitrag so gerechnet. Der hat gesagt, ah, das ist doch völlig gut bezahlbar. Damals war noch vor der Bankenkrise. Ne? Inzwischen würde ich sagen, das schafft allein die Bayerische Landesbank. Bitte, die Tatsache, dass Sie hier sitzen, ist ein Beweis dafür, dass jeder von Ihnen ein Einkommen hat. Einverstanden? Jeder von Ihnen hat ein Einkommen, sonst könnte hier nicht sitzen. Hartz IV. Dann haben Sie auch ein Einkommen, das hat nur Hartz IV. Es gibt keinen Menschen in der Gesellschaft, der kein Einkommen hat.